komm. Als ob du da einfach reinkannst. Ach, erstmal entspannen. Oh. Stell dir mal vor, du bist jetzt unbeteiligt, kommst hier rein, siehst da jemanden mit. Ne? Einfach so rumsitzen in der Badewanne. Ich sitze in der Badewanne. In einem dunklen Tal, wo die Macht des Bösen lag, gab es zwei junge Menschen. Sie waren nicht mehr ganz so jung, aber sie wollten sie alle retten. Und die Moral der Geschichte ist, vergiss das S ohne W nicht. Ja, herzlich willkommen. Genau, ja, hallo, willkommen. Das war eine sehr interessante Einleitung zu einem sehr interessanten Spiel, welches möglicherweise auch, naja, es gibt Gerüchte da draußen, gruselig sein könnte. Oh ja, wir haben hier ein Horrorspiel. Ein Spiel, das dramatisch klingt. Lex Mortis. Und man kann sich unter 5 Euro kaufen. Ja. Zuschlagen. Links in der Beschreibung und ich würde sagen, wir playen jetzt einfach mal richtig krass fresh rein, weil wir cool sind. Dramatische Musik. I left it when I became adult. It was hard to leave at work because all people were involved in fishing and farming. There was no place for me. And now it's 10 years past. My dad, who was still living on this island, called me recently. He seemed worried. He said that he needs my help. Also, he told me about some strange things happened, like massive disappearing of cows and pigs. And after all of this, he said about my mom and other people that vanished. Us? According to his words, everyone who wanted to get off the island gone missing. Today's June 28, 2017. I've lost the connection with my father. Okay. None of the islanders I know cannot reply me. Now I'm going back to Birdwood to help my father and find out what the hell happened with the island. Ich glaube, das würde ich haben. Du, das hört sich ja schon mal ziemlich... Sehr dramatisch an. Und vor allem die FPS sind dramatisch. Ja, 5. Nett. Naja. Das wirkt auf mich sehr gut, diese Zahl der FPS. Also ich finde, die Grafik sieht schon mal sehr schön aus. Ja, wenn ich denn die ruckelfrei erleben könnte, ja. Vielleicht ist das einfach nur... Ah, guck mal, jetzt hoch. Wir sind hoch bei 5, 3, 6, ui. Schaffen wir die 7? Tappende Bootchain. 9! Dabei ist alles wird immer schneller, als wäre es ein Sog. Ja. Alter. 9. Oh, 7, 7, 8. Schon bei 10, also... Alter, komm, zieh. Ja, 5. Geiles Spiel auf jeden Fall bis jetzt. Wie ja, findest du es? Ja, auch ziemlich cool. 20. Ah, jetzt, jawohl, jala. Jetzt läuft aber richtig fett. Ja, in der Zeit. Ja, dann haben wir es doch endlich geschafft. Weißt du, was ich gerade sagen wollte? Pretty rainy. I almost don't remember the island. It's been a while. Almost 10 years past since I left it behind. Wir haben Füße. Finde ich sehr gut. I can't contact with my dad. Follow the road, find house. Warum muss es immer in solchen Spielen gewittern? Vor allem, was der Typ da macht, ne? Use VR als Ding. Okay. Also ich benutze das nicht, ich benutze gerade übrigens den Controller. Ich weiß nicht, inwiefern man den Controller überhaupt ganz genau benutzen kann, aber so lange wie es geht. Werden wir das da nutzen. Werde ich es nutzen. Sehr krasse Physik, gerade eben hier, wie gesehen. Ja, close F, du musst F drücken. Ja, nee, warum muss eigentlich immer in solchen Spielen mit? Press M to open the arm. Dann drücke ich mal M. You are there. Ui. Wie kann man denn... okay. Ja, das ist nur relativ große Karte. Klein. Tatsache, ich hätte nicht damit gerechnet. Ach ja, und das ganze Spiel hat nur ein Typ gemacht, das sollte man dazu sagen. Ne? Oh, aber echt? Oh, ja. Das wusste ich nicht mal. Ist das schon... haben sie mir vor der Aufnahme aber nicht gesagt. Achso, war das so necessarily? Ja. Naja. Nee, es muss immer so ein Spiel gefällt haben, das ist wahrlich ziemlich... Kannst du springen in den Game? Ja, ich kann. Wow! Eieiei, Alter, das ist ein Jumpy geil. Ja. Gibt es eigentlich auch viel Text? Also lesen? Ich kann mich nicht. Das ist 3 oder 4 Jahre her, ne? Also. Also. Weil das würde ja bedeuten, dass die FPS da wieder sinkt. Knackige 14. Follow the road. Find us.
Also, wenn wir die Story richtig verstanden haben, sind ganz viele Leute in dieser komischen Ortschaft verschwunden. Und das findet er dann so komisch und läuft dahin alleine. Ganz genau, allein. Ja, klar. Ohne Waffen, ohne gar nichts. Cool. Halt ganz normal, ne? Ich meine, ich würde auch erstmal hingehen. Einfach so. Leute, es ist ziemlich auffällig, dass die verschwinden. Er weiß scheinbar nur davon. Keiner um der Umgebung her weiß das. Es gibt keinen Kontakt nach außen. Ja, ist einfach geil. Klingt schon mal logisch, ne? Birdwood. Bom. Jetzt? Follow the road. Also ich hätte ja zuerst das Militär. Boah. Voll angerufen. Good Tag. Alter. Crazy. Kannst du jetzt eigentlich da auch sterben? Wegen Strom? Scheinbar nicht. Aber ich spring mal hoch. Wow. Du läufst. Alter, ich hab grad schon gedacht, weißt du, weil ich in der Hocke war, dachte ich gerade, ich springe. Oh Mann, das war gerade ein bisschen krass für mich. Oh ja. Alter, schau mir mal, wie schön die Sonne hier auf dem Bodenfeld. Asphalt pleckt hier so. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, hat schon was. Ja. Das muss ich dem Spiel lassen. Das sind sie, die Russian Woods. Russian? Spielt das in Russland? Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht, dass es in Russland spielt. Da vorne ist auf jeden Fall ein Haus. Finde ich sehr. Sogar. Noch ein weiteres Haus. Ist das etwa eine sogenannte... Oh, was ist das denn da unten auf dem Boot? Ist das... Warte mal. Ist das roter Saft? Ist roter Saft. Okay. Oh, warte. So, gerade 14 FPS. Sehr cool. 15. Uiuiui. 11. Das Let's Play wird darin ausarten zu sagen, wie viel FPS wir haben. The Abandoned Village. Ey, wenn du so einen Blog machst, ne, über das Wörtchen, kriegst du auch richtig viel auf. Also so vlogmäßig. Ja klar, ich hole gleich mein Handy raus und dann vlogge ich ein bisschen. So. Vor allem, das steht nur Explore the Village und du... Ging gerade die Tür einfach auf? Ja, jetzt alle, Türen, alle Türen auf. Wo wollen wir reingehen? Komm, ja, schau sie aus. Nach links. Links? Bist du sicher? Traust du dich? Traust du dich? Nee, ich trau mich nicht. Box. Kann man nicht ist das die Artbox? Wo, warte mal, konnte man, da konnte man auch gerade hintergehen. Oh, da hinten muss man hintergehen. Sicher kannst du das nicht. Oh Gott. Oh nein, das ist alles in Englisch. All of my scientist friends, okay, ja. Hm. Who came to us has lost after long studying of the forest, who found only his person with them. All people are starting to panic because interns who went after him has gone to. Also, wenn er am Zocken ist, weil wir wechseln uns ab, muss ich vorlesen. Und wenn ich am Zocken bin, muss er lesen. Nö. Oh, laber kein Scheiß. Sneak Peek hier. Finde ich schon mal cool. Naja, das hat eine Person gemacht. Ne? Ja, ich finde, das erklärt vieles, aber akzeptiert. Magic. Tut mir leid, das finde ich ja lustig. Ja, das sind aber. Also, so aus. Das sind so Kleinigkeiten, die lustig sind in einem Horrorspiel. Sehe ich dir so ein gleich einfach. Ja, du kannst übrigens alle öffnen, oder? Also das ist... Viel Spaß. June 20th, 2017. Today we have lost all the cattle, only chicken running around. Somebody steals our animals, also the speak will disappeared. Schade. Diese sechs Leute? Well. I don't think I can open this up. But look at this, how shiny it is. Hat sich gerade nicht was gemerkt. Ja, so eine Heizung. Ne? Heizkörper, sagt man ja. Ich reibe mich manchmal da. Was? Okay. Sie reiben sich manchmal. Oh, a fireplace. Oh. Nö. Kartons. Ja, kennt man ja. Hat man ja jeder, glaube ich, stehen. Ja, also bei so einem typischen YouTube-Studio, ne? Nee, allgemein muss ich sagen, die Häuser sind wahrlich gut eingerichtet. Also ich würde da gleich hinziehen. Kannst und was hier drin ist? Ich sehe es nicht. Nee. Oh, halt, warte mal. So, ja, da hat man es gerade. Oh. Da war ein Dach. Ein Matschuster. Okay, follow the trail. Also wenn das die Häuser von den Bewohnern sind, ja, dann sollten die Bewohner mal ein... Warte mal, können wir nicht einfach nochmal die Häuser weiter angucken? Weil ich glaube, das waren noch mehrere, oder? Ja, wir waren jetzt hier drin, dann sind wir hier durchgegangen. Ja, aber da hinten ist noch mal etwas. I'm hanging around. I don't get there, but there I... Yes, I can. No. Nee, links. I can't. Okay.
Can I go into here? Yeah, I can. Weil vielleicht sind da game changing Aspects. Ne? Ja, es wird tatsächlich sehr dunkel. Ich hab Angst. Jetzt wird's ein bisschen heller. War hier gerade was? Nee. Nee, das war nur die Info, die reinploppt. Plopp. Plopp. Plopp, 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 plopp. Ploppy, 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 makes me hot like. Ach, schon wieder ein Plopp-Text. Oh, ja. Du kannst nicht mit den Türen interagieren, mein Löffel. Ach so, das ist hier so hochgebockt. Okay, ich dachte gerade, wir sind plötzlich kleiner geworden, aber wir sind nicht klein. Nun denn. Ach ja, stimmt, er hat ja auch gesagt, es wird dunkler, also. Rushen wir mal back to the roots from the. Rushen wir mal back to Russia. Very, very. Warte mal, zeig der Pfeil zu. Nee. Explore the house. Which house you mean, you stupid text? I don't see any house. What you telling me? Was ist das? Oh. Libellen? Sind es etwa? Also es sind ziemlich gut Schnaken? Animierte Libellen. I would call it Libellen. Okay, nice. Libellen. I would call it Libellen. I would call it also when the day sagen, is coming. Dunkelheit ist wirklich schön gemacht. Ach, guck mal hier. Oh, so ein Luxus haben die hier, die Dorfbewohner. Die Inselbewohner, Entschuldigung. Sieht schon hübsch aus, ja, ne? Die Insel gefällt mir. Hier möchtest du auch mal wohnen, habe ich recht? Ja. Du salzt dich irgendwann ab, wenn du genug Money hast, genug Rev. Jolette. Jol. Wo ist eigentlich, wo haben die eigentlich ihren Stromanschluss? Ach ja, stimmt, der ist kaputt. Ich denke jedes Mal, wenn Explore-Dingens, dass ich da was machen kann, weißt du? Das ist echt ein bisschen Crage. Crage. Alter, ich sehe gar nichts. I don't see anything. I think we must go explore. Also ich, big, there's a big one. Hallo, das ist ja ein bisschen groß. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich mag keine großen Häuser. Da könnten immer Leute drin sein. This is our family house. I guess I should look around. Cool. Okay. Absolut. Leute, also für Leute, die das jetzt nicht verstanden haben. Okay. Random. Scary. Scary. Scary as crazy. Also er hat gesagt, er will mal rumgucken und gucken, ob er was findet, was wichtig ist. Weil wir müssen ja auch für die Zuschauer, die kein so gutes Englischverständnis besitzen, ne? Wollen wir nicht erstmal rumherum gucken, oder? Oder meinte er damit, dass er vielleicht reingehen will? Hier haben wir Leitungen, die nicht mehr so peppig aussehen. Nicht so wirklich. Ja. Kasten, eine kleine Hood with something inside that I can't see because it's very dark in ja, here. Das finde ich aber auch ein bisschen. Ich glaube, das ist schon. What the crap, man? Ja. Weißt du, wenn du das so im Kontext siehst, dass es so dunkel ist und du gerade nach oben geschaut hast, boah, das ist halt ziemlich hell. Ja, ne? Vor allem, weil die Augen sich schon daran gewöhnt haben, dass die Umgebung so. Hä? Was war das? Hast du es auch gesehen? Ach so, das ist so ein. Ja, das sah gerade, als wäre da so ein Loch. So ein endloses Deep Loch. Okay, Ich meine, wir gehen jetzt mal rein. Ja, klar. Wow. Und exploren unser altes Haus. Unser. Steht zu weit weg, ich kann nicht interagieren. Also zu nah dran, besser gesagt. Mensch, das ist ja einladend, aber so. Ja, du. Nein. There's a pile of boxes. That's probably back his things. I need to find him. Das Roomhouse würde ich auch gerne machen, du. Die Musik ist schön. Ja. Vor allem, Alter, was ist das jetzt? Ist das ein Keiler? Ein Keiler. Geiler, geiler. Aus Silber? Klau dir mal bitte. Also die Musik ist nett. Ja. Voll. Den kann ich mir hauen. Das nee, ich kann nicht hauen. Piano. Kann ich ja was machen? Nee. Du, jetzt hat sich das Spiel gerade ein bisschen geändert. Aber das macht nur die Musik. Wäre da jetzt eine lustige, eine schöne Melodie drüber, so. Need a key. Das, na toll. Ne? Das erinnert mich jetzt an ein anderes Spiel, wo du auch einen Schlüssel brauchst. Um in den Keller zu kommen. Ich will in den Keller. Ich gehe mit Astro ins Keller, hier ist super dunkel, das ist toll. Ja, das ach, wie Mensch, die Leute damals. Das ist June 27, 2017. Don't tell everything went from almost half of islanders and the island have vanished. I don't know what I will doing to do now. Okay, sehr viele sind wieder verschwunden, das ist schön zu hören. Sicherlich auch viele Zuschauer. Alter, guck. Oh, shit, Alter, holy shit.
Ja, okay, aber das sieht cool aus, diese Spiegelung hier. Das gefällt mir sehr gut. Das ist zwar komisch, obwohl vielleicht sind wir Brillenträger. Guck mal hier, das finde ich. Ja, genau das fand ich auch gerade komisch. Aber nee, nee. Guck mal, ein Haus mit einer Toilette immerhin. Das sieht aus wie. Hast du es gehört? Ach so, das sind wahrscheinlich wir. Ja, der Boden knarzt. Schade, kein Reinzoomer, aber schön sauber, ne? Das ist ja auch selten. Reinzoomer. Das ist jetzt nicht mehr so sauber. Dafür ist die Badewanne voll. Komm! Als ob du da einfach rein kannst. Ach, erstmal entspannen. Stell dir mal vor, du bist jetzt unbeteiligt, kommst hier rein, siehst da jemanden mit. Ne? Einfach so rumsitzen in der Badewanne. Ich sitze in der Badewanne. Das ist ein mächtiger Spiegel. Er ist übrigens ein Geist. Und wir. Oh, wir sind ein Geist, Alter! Hey, da blinkt was. Kann man hier eigentlich was aufmachen? Ja, war sowas von hier. Friday in Sch. Ah. Klar. Pick Key. Keys picked. Keys picked. Du, wenn es dazu irgendeinen Job. Oh, du Fuck, Alter! Du, wenn es dazu irgendeinen Job. Oh, du Fuck, Alter! Das war natürlich hart. Eigentlich war es nicht so hart. Aber ich habe mich tatsächlich erschreckt. Ja, erschrocken. Weil, bitte erschrocken sagen. Lust. Hast du nicht einen Schlüssel? Guck mal, wie spät ist es? Oh, Mama, ich habe mich auch gerade erschrocken, obwohl da nichts war. Weil ich damit gerechnet habe, dass was passiert. Aber ganz ehrlich, was mich noch viel mehr schockiert, ist dieser Sessel. Alter. What the fuck, dieser Sessel. Ich finde ihn gruselig. Ey? Ich finde, ich habe ein Problem. Der ist modisch auch wirklich eine Katastrophe. Da hast du recht. Löser Tor. Ey, Alter, ich tue. Ach man. Hey, gar kein Sound. Aber trotzdem. Vor allem du siehst jemanden und du willst einfach nicht weglaufen. Was ist das für eine Logik? Ja. Was? Hä, hey, was war das denn für ein Bug? Oh! Ich glaube, irgendjemand geht da in hatte Haus wohl nicht so jemand Blutungen. Bestimmt geht's dem Vater gut. Also ja, wollte ich auch gerade sagen. Also dem geht's bestimmt. Nur, oh, you. Der hat einfach zu viel roten Saft verschüttet. Wollte ich auch sagen. Einfach zu viel roten Saft verschüttet. Kann man eigentlich Licht nicht? Ich glaube nicht. Ich will nicht sagen, dass man da am besten lieber nicht das Licht anmachen soll. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal. Ja, mal, nach links. Ne? In links den anderen links. Raum. War ja, hier nicht ein Raum? Ja, ne? Ja. Weil das Licht. Ist viel schöner, siehst du? Ja. Viel schöner. Weil ja klar! Man hat da einfach so ein Flashlight hier rumliegen, weil. Hä? Oh nein. Wenn sowas kommt, wenn abrupt die. Oh Mist, gleich ist der Part vorbei. Wenn abrupt die Musik ausgeht, ne, du, dann heißt das meistens was. June 27, 2017. Only way to get out of this ferry boat. The next ferry was due to arrive 6 days ago, but it wasn't. We can't find out the way it's happening, because the island lost its communication. Okay, die Ferry, ne? Mhm, schade. Schade. Warum hat er so viele Pianos? Klaviere? Vor allem so ein komisches. Die Tasten voll clean, vergleichsweise. Und ja. Das Ding so. Das ist. Pro. Wow. Alter. Schieferplatte, eine Stahlplatte. Sag jetzt nicht. Das ist doch einfach keine. Okay, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Alter, das ist ein Teil. Da kann ich nicht mithalten. Vor allem so Sinn, ne? Das ist ein Biest, auf jeden Fall. Das ist. Okay, Leute. Der Part ist leider vorbei. Ich schaue jetzt die nochmal dramatisch draus. Da vorne ist ein Turm und ja, dann würde ich sagen. Warte mal, was?